Nach 10 Jahren Callcenter wollte ich eine Abwechslung, mal was anderes. Jeden Tag ins Büro, Bürojob. Es war ein bisschen langweilig. Und an Silvester war ich in Australien. Und dort ist das Klima herrlich zum Ballonfahren. Da bin ich ganz zufällig nur aus Neugier, um es mal auszuprobieren, mit einem Heißluftballon gefahren. 16 Personen haben da reingepasst. Es war ein riesiger Bus. Und als ich in der Luft war und die Kängurus da gesehen habe, wie sie unter mir rumlaufen, habe ich gesagt, das ist so toll, das muss ich auch machen. Und ich habe mir gedacht, in Rumänien gibt es sowas bestimmt nicht, weil wenn es das gegeben hätte, hätte ich davon gehört, habe ich mir gedacht. Und da habe ich in der Luft beschlossen, ich kaufe mir so ein Teil. Und ich bin zurückgekommen aus Australien, habe auf eBay geguckt und habe diesen herrlichen Ballon gesehen. Noch 10 Stunden, bis die Auktion zu Ende war, und habe mich dann total schnell entschlossen, habe angerufen bei dem Herrn und gesagt, ich hätte den Ballon gern. Am nächsten Tag bin ich ins Flugzeug gestiegen, nach Hamburg gefahren und mit dem Ballon zurückgekommen. So schnell ging das? Das Kaufen ging schnell. Das Zulassen in Rumänien hat 6 Monate gedauert. Und so konnte sie erfahren, dass der Eintritt in der Europäischen Union nicht nur Erleichterungen mitbrachte, sondern auch viele neue und strenge Regelungen. Einige davon ziemlich schräg. Am schwersten war, Rumänien ist jetzt in der EU und wir mussten unterschreiben, dass wir allen EU-Richtlinien gehorchen. Und man hat einfach unterschrieben, ohne zu wissen, was das eigentlich bedeutet für die Luftfahrt. Und wie jedes andere Fahrzeug muss ein Ballon vor der Zulassung zum TÜV und so eine verifikate Techniker bekommen. Leider gibt es in Rumänien für die 7 Ballons, die das Land hat, keine Firma, die sich mit sowas beschäftigt. Also man musste für die Zulassung eine Überprüfung machen und hatte niemanden, der die Überprüfung macht. Und dann musste man ins Ausland. Unsere Nachbarn in Ungarn, in Budapest, sind natürlich am nähersten, aber die durften nur ungarische Ballons überprüfen. Und es bedurfte einer Sondergenehmigung über 2 Ministerien, das ungarische und das rumänische, bis man die Überprüfung in Ungarn anerkannt hat und ich meinen Ballon zulassen durfte. Sind alle Vorschriften erfüllt, kann der Ballon endlich steigen. Wir sind insgesamt mit dem Ballon jetzt 22 Stunden geflogen. Aber ich bin nicht jedes Mal dabei gewesen. Also als Zuschauer ja, aber nicht jedes Mal als Passagier, weil meine Jungs machen gerade die Ausbildung. Und die hatten Vorrang jetzt ihre Ausbildung. Jeder muss 16 Stunden fliegen, bevor er Pilot ist. Und ich weiß nicht, ich glaube 3 oder 4 Mal bin ich mitgeflogen. Andrea Krenn verbindet Hobby und Geschäft. Zurzeit werden die Piloten geschult. Ein Fluginstruktor kommt von Bukarest, um den jungen Leuten das Ballonfliegen beizubringen. Um ein Pilotbrevet zu kriegen, braucht man an die 60 bis 70 Flugstunden. Seit wann fliegst du? Seit ungefähr einem Monat oder mehr, glaube ich. Ja, ist ein bisschen mehr. Wie viele Stunden insgesamt bis heute? Um die 20. Ja, um die 20 Stunden. Was macht am meisten Spaß? Es ist verschieden. Ich glaube, es ist verschieden bei jedem Pilot. Aber für mich ist das alles von Anfang, wenn du das Ballon aufbläst und dann, wenn du oben bist und die ganze Ruhe genießt, und es ist was Besonderes. Da ein Ballon letztendlich ein Flugobjekt ist, muss er auch gekennzeichnet werden. YR ist Rumänien. Ja. 9000 heißt Ballon. Und 1.4 ist der 14. Ballon, der jemals in Rumänien zugelassen wurde. Also das ist wie beim Autos. Genau. Das sind laufende Nummern. Der Flug nimmt seinen Anfang über der Banater Heide. Von hier oben kann man ruhig Hasen, Reh und sonstiges Wild beobachten. Man kann aber auch sehen, wer sein Land geackert hat und wer nicht so tüchtig war. Bald wird es auch möglich sein, die Stadt zu überfliegen. Man darf über die Stadt fliegen, nur Bukarest braucht man eine Sondergenehmigung. Aber wenn die Stadt einen Flughafen hat, dann muss man ein bisschen darauf Rücksicht nehmen, weil der Ballon, da er nicht steuerbar ist und dahin fliegt, wo der Wind gerade weht, der hat absolute Vorfahrt in der Luftfahrt. Und alles, was fliegt, muss ihn umfliegen. Und wenn man gerade da fliegt, wo der Flughafen ist, dann bringt man den ganzen Luftverkehr durcheinander. Und deshalb nehmen wir ein bisschen Rücksicht und fahren ein bisschen außerhalb von Timișoara. Obwohl es durch die Lüfte fliegt, ist ein Ballon noch lange kein Flugzeug. Deshalb müssen bestimmte Wetterbedingungen erfüllt werden, um überhaupt steigen zu können. Wenn es regnet,
dann wird der Ballon nass und schwer und dann kann man nicht fliegen. Und wenn der Wind so stark weht, das ist eine riesen Angriffsfläche für den Wind. Und dann ist es, man kann fliegen, aber es ist entsprechend schwerer. Und unangenehm, glaube ich. Genau, für die Passagiere und für den Piloten. Und für Anfänger darf man bis maximal 10 Knoten Geschwindigkeit starten. Am schwersten ist es, einen Ballon aufzubauen. Mindestens 4 Leute müssen dabei sein und es dauert eine ganze Weile, bis das Ding auch startbereit ist. Denn nicht mehr und nicht weniger als 4000 Kubikmeter Luft müssen erhitzt werden. Nach 100 Flugstunden muss das ganze System gründlich überprüft werden. Was die Lebensdauer eines Ballons betrifft? Alle 300 Stunden muss der Stoff ersetzt werden. Also der Stoff sind ja kleine Vierecke. Und jedes Viereck einzeln wird protokolliert, wann es das letzte Mal ersetzt wurde. Und alle 300 Stunden muss der Stoff ersetzt werden. Also. Der Korb ist unendlich haltbar. Der Brenner, falls er kaputt geht, aber normalerweise gehen die nicht kaputt. Aber der Stoff hat eine begrenzte Lebensdauer, weil er wird erhitzt. Und wenn er zu lange erhitzt wird, dann wird er brüchig. Wie schon einmal gesagt, Ballonfliegen liegt irgendwo in der Grauzone zwischen Hobby und Geschäft. Für ein Hobby ist es ganz schön teuer. Ob ein lukratives Geschäft daraus werden kann, das bleibt vorerst dahingestellt. Das soll ein Geschäft werden. Jetzt ist es noch ein Hobby, bis die Piloten die Ausbildung fertig haben. Wir sind mit Passagieren geflogen, ja. Auch heute Morgen. Und waren die enthusiast? Die waren absolut begeistert. Also es gibt 2 Arten, mit einem Ballon ein Geschäft zu machen. Das erste ist Passagiere fliegen und das zweite ist Werbung fliegen. Aber bei Werbung hat man kein Feedback. Die sieht einer oder nicht. Man bekommt zwar mehr Geld dafür, aber es macht viel mehr Spaß, mit Passagieren zu fliegen. Und dann die totale Begeisterung danach bei der Taufe, weil nach dem Flug gibt es eine Taufe mit Champagner und dann bekommt man einen Adelsnamen, eine Urkunde. Und das ist ein einmaliges Erlebnis. Das merkt sich jeder ein Leben lang. Andrea Krem ist zuversichtlich. Ich möchte gern einen größeren Ballon kaufen mit einem größeren Korb. Und ich wünsche mir, irgendwann mal Hochzeiten im Ballon anbieten zu können. Näher am Himmel, näher an Gott. Also eine standesamtliche Trauung im Ballon ist möglich. Man kann natürlich auch vom Piloten sich trauen lassen, aber das ist nicht gültig. Aber wir möchten eine echte standesamtliche Trauung im Ballon anbieten.